Rita Rössli, in Badenstadt ein Schlössli, in Klingnau ein Brünneli, in Kaiserstuhl ein Sünneli, in Freienwil ein Käppeli, das Mädchen trägt ein Schäppeli. Ich habe Paula gebeten, für den Film 3 bis 5 Hüte rauszusuchen, ihre Lieblingshüte, damit wir im Film etwas haben, wo wir darüber reden können. Und dann hat Paula angerufen und gesagt, ich habe ein Problem. Ich kann nicht 3 bis 5 Hüte raussuchen. Ich habe viel mehr, komm mal. Jetzt habe ich meinen Jahrgangshut hier. 1935. Der ist zwar nicht verkauft worden, sondern ich habe den von der Modistin direkt in die Hand zum 50. Geburtstag geschenkt bekommen. Ich freue mich sehr, dass der Sander Kunz heute Zeit hat. Er ist der Schäppel-Experte. Ich starte zum Anfang gerade mit einem NZZ-Artikel aus 1917. Die NZZ hat einen Bericht gemacht über Hochzeitsbräuche in der Schweiz und hat über den Zürcher Unterländer Hochzeit geschrieben. Zur schönsten Zier des Hochzeitszuges zählten gewöhnlich 2 junge, mit Schäppeli geschmückte Mädchen. So oft sie den Kopf bewegten, zitterten am Schäppeli die sämtlichen im Sonnenschein glitzernden Glasperlen. Vor der Kommunion bis zum Hochzeug haben die Frauen, die jungen Frauen, das zur Tracht getragen. Man hat auch können ablesen, wie reich das die gsi sind, je nachdem wie reich das die ausgestattet gsi sind. Und am Hochzeit, wo die Frauen ja meistens noch in der Tracht geheiratet haben, haben sie die Flitterkronen auch angehabt und sie haben sie noch in der Woche nachher dürfen anlegen, wo sie sich für die Hochzeitsgeschenke bedankt haben. Und von dem her kommt der Begriff Flitterwoche. Das ist einer von den ersten Hüten, die ich selber hergestellt habe. Den finde ich. Der ist einfach speziell mit dem Wackelauge in der Mitte. Kopfbedeckungen bedeutet für mich persönlichen Ausdruck. Ich könnte nie ohne Kopfbedeckung aus dem Haus gehen. Ich fühle mich leer. Ich finde es schön, können die Jahreszeiten, meine Stimmung, meinen momentanen Stil damit können auszudrücken und zu unterstreichen. Mein erster Hut ist das. Von meiner Hutmacherin ist Eisekingen zufällig an den Hutladen hergelaufen. Und von hier weg ist das meine Lieferantin geworden. Sie hat ein lustiges Beispiel noch, in dem, dass ich den Hut an einer Gemeinderatsreise hatte. Und aus lauter Solidarität haben die 2 Kollegen gerade auch noch ein Strohhüterl gekauft. Meistens braucht man eine Hutform. Und je nachdem, was man für eine Hutform nimmt, wie die ist, tatsächlich, so wird auch der richtige Hut schlussendlich. Oder? Dann nimmt man die Filzstumpen, also das gibt natürlich jetzt eher einen Winterhut, einen Filzstumpen, die kann man so kaufen. Seit wann ich Kopfbedeckungen habe, das ist, sagen wir mal, seit dem 2. Kindergarten. Wir sind dort nach Malta in die Ferien gegangen und ich habe dort ein Käppli bekommen, so ein Dächelkäppli, Schieberhut. Und ich habe den wahnsinnig geliebt und eigentlich seitdem trage ich immer eine Kopfbedeckung. Meistens eben einen Hut oder eine Chapperartig, etwas in die Richtung. Schlussendlich sieht das Ganze so aus, es wird mit sehr viel Kraft und Dampf über die Hutform hineingezogen. Unter die Haube kommen. Ich habe meine Töchter gefragt, Teenies, was bedeutet das? Und die haben gesagt, ja, dann heiraten. Und ich habe gedacht, wieso wissen die das? Weil es hat ja heute niemand mehr eine Haube an. Der Sander Kunz ist Spezialist für die Hochzeitskronen, die Flitterkronen, die wir auch alt in der Sammlung haben. Er hat mich mal an einer Veranstaltung gefragt, ob wir das hätten. Und ich habe gesagt, ja, das haben wir, aber das gehört nicht zu uns. Die sind aus dem Säuliamt. Und dann hat er gesagt, das stimmt gar nicht, man hat das vergessen. So ein Schäppeli, wie die heissen, das war die Jungfernkopfbedeckung gemeinhin bis 1850. Aber was ist denn ein Schäppel? Oder ein Beischli? Oder ein Zitterhübli? Oder ein Kränli? Oder ein Kranz? Oder ein Spusenschäppel? Also ich merke, es hört fast nicht mehr auf. Es ist nichts anderes als eine Jungfernkopfbedeckung. Und
In der Regel hat man die getragen, ab dem Vernunftsalter. Ich finde das ganz einen schönen Ausdruck. Wenn man das heutige Jugendliche oder Kind sagt, die werden jetzt im Vernunftsalter. Das Vernunftsalter ist in der Regel so etwa um 12, 14 Uhr hat das angefangen. Das hat auch zu tun gehabt mit der späteren Kommunion bei den Katholiken, aber auch natürlich mit der einsetzenden Geschlechtsreife der jungen Menschen. Das ist ein tolles Alter auch, um zu sagen, schaut auf euch, schaut, dass ihr euch nichts anhängen lasst. Oder eben, sind genug vernünftig, gleichzeitig aber auch genug vernünftig, um in einer Grossfamilie natürlich schon erwachsene Aufgaben vollends zu übernehmen und als junge, erwachsene Person können im Betrieb mitzuhelfen. Also es ist nicht wahnsinnig viel. Ich denke, so als Mann kann man sich noch ein bisschen mehr einschränken mit den Hüten. Aber im Ganzen, momentan aktuell, sind es vielleicht etwas um die 10 Hüte, die ich habe. Die ich mehr oder weniger regelmässig auch trage. Das ist ein Geschenkter. Ebenfalls, und der Jahrgang ist etwa 1930 bis 1940. Da haben Frauen natürlich nur Kostüme angehabt und man ist nie ohne Hut oder mit Händchen in die Kirche oder an eine Gesellschaft gegangen. Zu den Schäppel bin ich gekommen durch die Klosterarbeit. Ich hatte bei der Klosterarbeit ein Treffen in Österreich. Ich bin in einer Gruppe, die Klosterarbeiten herstellt, und das Thema Krone war. Und unter anderem hatte es ein Objekt, das man auch machen konnte, und das war ein Vorarlberger Schäppeli. Ich war dann dort und dachte, warum muss ich ein Vorarlberger Schäppeli haben, wenn ich weiss, dass im Historischen Museum in Altdorf in der Vitrine ganz viele schöne Innerschweizer Schäppeli sind. Und so bin ich dann in Kontakt gekommen mit der Trachtenvereinigung von Uri und dem Historischen Museum Uri und durfte dort meinen ersten Schäppel vermessen und rekonstruieren, also eine Kopie machen. Und dann ist das nach bis nach gekommen. Zuerst habe ich gemerkt, nach einem halben Jahr sei ich dann etwa durch. Aber es ist dann nachher wirklich zu einer fast eine Lebensgeschichte geworden. Also ich weiss, das wird mich bis ans Ende werden mich die Schäppel begleiten, weil es ist kulturell so ein spannendes Objekt und auch zum Herstellen traumhaft schön. Das ist auch so ein Hut, den ich abgezogen habe, abgeschnitten habe, umgefaltet habe über die Kante, die natürlich schon da ist, das Hutband reingenommen und anschliessend wird nur noch die Dekoration drauf tun. Ich habe hier einen fertigen Hut, der genau das gleiche Prinzip war. Die äußere Kante, das ist die, wird nur umgenommen und da wird meistens auch ein Draht rein tun. Da hat es einen Hutdraht drin, das ist ein Kupferdraht, ein überzogener, damit ich der Hut wirklich auch der Rand leicht beweglich ist und gleichzeitig aber auch nachher nicht runterlampet. Klosterarbeit, also hier habe ich gerade eine Rekonstruktion, oder sagen wir, in einer Kopie von mehreren Originalen, die es in verschiedenen Schweizer Museen gibt. Das wäre ein Ostschweizer Schäppeli, wo man in den Kantonen Thurgau, Appenzell, St. Gallen oder eventuell sogar im Glarnerland gedreht hat, bis etwa 1800. Und die Klosterarbeit ist so, das ist ein Überbegriff von verschiedenen Techniken, wie die mit Seide gewickelten Blättchen oder die Golddrahtarbeiten. Und Klosterarbeit ist eigentlich das, wie man so nach der Reformation, wo die katholische Kirche sich ein bisschen behaupten musste und sagen, dass wir, dass sie auch noch einen Standpunkt haben und angefangen, Reliquien dann zu verehren und das viel mehr gepusht haben und die haben angefangen zu verzieren, dann hat man dann in Klöster angefangen, dann die Reliquien mit diesen Golddrahtarbeiten zu verzieren. Und die Techniken sind dann halt natürlich auch in die einfachen Stände übergerutscht und dann zu so edlen, schicken Jungfernkränzchen verarbeitet worden. Viele haben es vielleicht gar nicht gewusst, dass wir in Wetzikon auch eine Hutmacherin hatten. Das ist ein Hütchen von der Frau Rami. Sie hat an der Stampatstrasse gewohnt und hat ein ganz kleines, aber ein exklusives Kabinett in ihrem Keller. In dieser Kante, die wir auch an der Form gesehen haben vorher, in dieser Kante kommt Dekoration an. Je nachdem, eine Feder, eine Blume, eine Girlande, ein Borden, was auch immer. Das sind so die Möglichkeiten, die man dann hat. Also, das ist noch spannend. Also, wenn ich über Schäppel rede, dann schauen mich die meisten Leute eigentlich zuerst mal gehäuselt an, aus Trachtenkreisen raus oder Leute, die historisch ein bisschen versierter sind. Aber es ist eine Kopfbedeckung, wo man sagen kann,
in der ganzen Deutschschweiz so gut wie flächendeckend in verschiedenen Formen vorhanden war, bis etwa in die Mitte des 19. Jahrhunderts. Und so auch im Zürcher Oberland oder im Kanton Zürich sogar sehr viel. Also es ist ein Scheppeltyp, der in den Sammlungen von verschiedenen Museen eigentlich am häufigsten vorkommt. Leider sind die alle ein bisschen schlecht dokumentiert und es ist eine knifflige Arbeit, die wirklich ganz genau können, dann die Ortschaften oder kleineren Regionen zuzuordnen. Das ist ein Hütchen, das vor allem die Jäger Hubertus, also die Jagdgesellschaft Hubertus, gut kennt. Jeweils an der letzten Sitzung des Jahres hat die Jagdgesellschaft und mit dem Gemeinderat zusammen Schlussessen gehabt. Immer auf dem Tisch waren ein Haufen Erpelfedern verteilt. Und ich konnte halt nicht anders können, als hat die gesammelt und habe damit meinen Jägerhut gemacht. Irgendwann bin ich ja auch noch 60 geworden. Und das Thema war, alle mit Hüten. Und es ist wirklich, alle zusammen sind mit Hüten gekommen. Ich habe mir aber ganz besonderen geleistet, weil den Hut habe ich gekauft bei meiner Hutmacherin in Steinsäckingen. Und zwar, am Band war der noch. Ich habe die Form ausgelesen. Und die Künstlerin hat vom Band ganz von Hand alles selber gemacht. Und es ist mein Lieblingshut geworden und ich kann ihn tragen heute noch sehr gerne und sehr viel. Eines der ganz klassischen Materialien zum Hut verzieren ist die Krinolborde. Krinolborde, das sind Pferdehaar. Das ist eine Borde gemacht aus Pferdehaar, so geflochten. Ich habe jetzt hier zwei Kopfbedeckungen wieder, zwar ein Jungfernkränzchen, ein anderes Ostschweizer Schäppeli und das, was man heute so kennt, das weisses Bruckkränzchen. Jetzt aus meinem Standpunkt als Schäppel-Experte würde ich jetzt sagen, das ist die Böse. Weil durch die modischen Einflüsse, die es im 19. Jahrhundert gegeben hat, Queen Victoria in Weiss geheiratet, Sissi auch an ihrer Hochzeit hell unterwegs, hat sich dann das Wachskränzchen durchgesetzt und das farbige Schäppeli, bäuerische, ländliche verdrängt. Das kann man wirklich ziemlich genau sehen. Um 1850 ist die Kippe da. Auch die Fotografie hat natürlich viel mitgespielt. Man hat die schwarze Brutmode, Alltagsmode gehabt, weil man hat nicht mehr Vermögen. Man hat einfach ein Währschaftsgewand gehabt und das hat natürlich auch zur Beerdigung müssen sein. Und dann hat man aber drauf oben ein weißes Kränzli getragen, wo das ausgezeichnet hat. Das hat sich so stark einprägt, dass man das heute noch hat und sogar in der Trachtenszene schwierig ist, weisse Kränzchen können irgendwie, sage jetzt einmal so ein bisschen, rauszukriegen und wieder die alten, schönen, traditionell farbigen Kränzchen können zu etablieren. Es war ein Jahr, wo ich mit eingeladen war, mit unserer Musikgesellschaft Harmonie Wetziken auf Baden-Baden. Spontan bin ich eingeladen worden, dass ich dem Corso zuvorderst als Ehre Vertreterin von Wetziken mitlaufen darf. Hatte aber keinen Hut bei mir. Was habe ich gemacht? Bin einfach zu Baden-Baden in einen Hutladen gegangen, habe das angehabt, was ich hatte, und zu dieser Farbe hat jetzt das Hütchen gepasst. Und seitdem ist das mein Harmoniehütchen, wenn irgendetwas Besonderes ist, gar nicht mit dem Baden-Badener Hütchen, mit der Harmonie. Ja, was habe ich heute auf dem Kopf? Ich habe heute auf dem Kopf mein Käppli. Ich zeige das mal. Es ist orientiert an einem Priesterberet. Ich liebe kleine Käppli. Es ist eigentlich eine Reduktion. Meine Hüte sind immer kleiner geworden. Und vor ein paar Jahren habe ich mir selber eins gemacht, so ein Beret. Und danach drei Lohen von einer Hutmacherin noch etwas schöner machen. Im Winter trage ich das aber Glismet. Und das habe ich selber Glismet gehabt, weil ich es dann einfach gerne weiss, wie es aussieht. Ich kann die Form bestimmen und es gibt natürlich ein bisschen wärmer. Das mit den kleinen Hüten ist es so, ich habe die Haare jetzt ein bisschen länger. Bei den ganz kleinen Hüten sind damals nur Handteller gross, so gross etwa vielleicht wie eine Kippa. Ich werde dann oftmals auch darauf angesprochen, ob ich das aus religiösen Gründen trage.
Was ich dann verneine, aber durch das meine Arbeit, dass ich in dem Spannungsfeld bin von der Brauchtum, Tradition, aber auch sakralen Sachen, ist halt einfach eine Faszination da. Und die Hüte sind so klein, dass die eigentlich nur dann auf ganz kurzem Haar heben, weil die Haare sich dann richtig in die kleine Hutkante verkeilen können. Das geht dann nicht ab, bei stärkstem Wind heben die ohne Klemmerli, ohne Leim und Lack, bestens auf dem Kopf. Und das ist dann auch für mich immer ein Zeichen, wenn das Hütchen nicht mehr hebt, ich muss zum Coiffeur gehen, weil dann sind meine Haare zu lang. Ich durfte ja in meiner Karriere als Gemeinderätin auch Chefin der Feuerwehr sein. Und was gibt es Schöneres, als mit einem Hut mit allen Emblemen der Feuerwehr, die wir miteinander erlebt haben. Das ist ein Borsalino, gekauft in Bozen, auf der Gemeinderatsreise, und alle haben gestaunt ringelum, und das erinnert mich einfach an eine schöne Kollegialität. Was ich gern haben, sind natürlich die Materialien. Ich kaufe Materialien, ich habe kiloweise Material, ich habe kiloweise Bordüren, Blumen, Federn, Blütenblätter, und ich suche die an verschiedenen Märkten zusammen. Und ich habe unter anderem auch noch ganz alte Bordüren von meiner Großmutter. Meine Großmutter hat früher mal einen Stoffladen gehabt. Die Hüte werden immer kleiner, aber immer schicker, immer anders. So muss es sein in Zukunft. Ich habe jetzt hier ein Stückchen separat, die Borden, die ich gut zusammennehmen kann von einer Seite. Dann kann ich die annähen an den Hut und insofern gerade nach Lust und Laune formen, verdrehen ineinander, knüpfen, was auch immer. Ich kann auch eins von diesen Federn oben am Rand rausziehen. Ups, das ist eine gestabige Sache. Ich kann eins von den Federn am Rand rausziehen und habe dann schlussendlich eine fertige Dekoblüte, die ich entweder so auf den Hut machen kann oder sogar einen ganzen Hut von dem. Jetzt sind wir in Edinburgh, in Schottland. Eine wunderschöne Reise. Am Tag vorher Begegnung mit der Queen von ihrem Schottlandsitz. Und dann hätte es natürlich nicht sein können, dass ich nicht einfach noch in einen Hut laden musste. Und ich freue mich heute noch daran. Wenn man einen Hut anhat, steht man auch viel aufrechter. Ich kann nicht mit einem Hut so durch die Weltgeschichte schleichen. Das ist schlichtweg gar nicht möglich. Also man ist viel präsenter mit einem Hut. Jetzt bin ich gerade mit der Harmoniedelegation beim Freundschaftsverein in Baden-Baden. Wir stehen vor einem Schaufenster. Alle sagen, Paula, schau einen Hut. Ich natürlich innen. Vor dem Fenster. Acht Paar Augen. Schauen, sagen so, machen so. Und ich bin noch nie so toll begleitet worden bei einem Hutkauf. 2019, ein wunderschönes Jahr. Wird mir bleiben.